Wir haben Detailausschnitte in Postkartenformat in der Hand und sollen zu diesem Detailausschnitt das echte Bild suchen sozusagen. Das ist mal das Bild suchen. Was hat das für einen Sinn und Zweck? Warum macht man das? Wahrnehmung, unsere Wahrnehmung zu schulen, auf was in Einzelheiten zu gehen. Haben Sie das Bild gefunden von Ihrem Ausschnitt? Ja, haben wir. Das ist der Lampenschirm an diesem Bild da drüben. Jetzt muss man die Bilder ganz genau betrachten und beschreiben. Nicht nur, was man sieht, sondern vielleicht auch die Farben beschreiben oder die Pinselführung. Das nächste könnte sein, dass man so einem Bild einen Namen gibt, dass man sich in die Stimmung neu empfindet, dass man sieht, was denkt jetzt beispielsweise das Kind, das so klein ist in einem großen Wald, und die Kinder haben dann dort ihre Fantasie, die sie einbringen können. Als nächstes kommt dann das Puzzeln dran, zerschnittene Einzelteile zusammenzufügen wieder zum großen Bild. Das Puzzeln eignet sich ganz gut, nochmal zur Wiederholung, nochmal zur verstärkten Wahrnehmung, Konzentration, sich an das zu erinnern, was man gesehen hat, was man besonders wahrgenommen hat, und dann das Puzzle auch so anzuordnen. Entweder ich fange in der Mitte an oder an einem bestimmten Farbpunkt. Einfach nochmal die Konzentration auf das Bild und auf die Erinnerung. Total einfach.